Ich nehme jetzt hier mal auf, gell, Joker? So wie es der Joker letztens auch mal gemacht hat. Ich sag schon mal grüezi miteinander und herzlich willkommen. Wir spielen was ganz Neues, nämlich Wreckfest. Ist ein geiles Crash-Game. Ursprünglich auch bekannt als Next Car Game. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ich habe jetzt keine Zeit mehr gehabt für eine Testaufnahme. Schon die erste Folge. Der Joker ist auch mit dabei. Aua. Den ich gleich mal Hallo. hier in die Wand geschickt habe, wie man das kennt vom Weißler. Ups. Lass mich zurücksetzen. Ach, ich muss hier fahren. Okay. Ja, das hat mir viel gebracht, den Joker in die Wand zu tackle. Damals aber auch einige nicht verstanden, dass man hier eine 8 fahren muss. Sebastian Vettel ist hier. Wir haben hier eine tolle Mod mit Formel 1 Fahrername, gell? Nicht wundern. Und noch so diverse andere coole Mods, die wir hier haben, gell? Gott, das ist ja auch geil hier. Oh, da wird der genau aufgestemmt. Er schreit, er haut denn hier die Reifen durch die Gegend. Ich wusste ja nicht, dass man die hier durch die Gegend verlangen kann. Seid ihr denn wahnsinnig? Ah ja, sehr schön, markant dagegen gefahren. Ja, haben wir das mal getestet. Wir können höchstens wirklich versuchen. Nachher mal die ein oder andere Mod rauszunehmen. Mein Schwege dem. Oh, hallo Michi! Ups, ich glaube, ich muss dahin, wegen den Credits, meinst. Ja, wir können es ja immer versuchen, denn Das Ragdoll. ohne alle Mods versuchen. Dann Weil werden wir ja sehen, ob es klappt. wir sind gerade in der. Wir testen auch wieder ein bisschen rum, liebe Zuschauer, weil es gab nämlich ein Update und anscheinend bekommt man jetzt keine Credits mehr, auch im Multiplayer-Game, was man sonst immer bekommen hat. Das ist die letzten Tage sehr, sehr oft gespielt und das ist wirklich ein Heidespaß, das Spiel. Sei denn, es liegt wirklich daran, dass man so wie da angezeigt wird, wenn man jetzt hier LAN-Partie aufmacht, dass man halt Mods drin hat und das dann halt nicht in der besten Liste ja gespeichert wird und so kann jetzt auch sein, dass man halt eben keine Credits und keine Erfahrungspunkte mehr dafür bekommt. Oh, dieser Reifen hier, ey. Das ist echt schade. Wir können dann die Skisprungschanze nur noch spielen, ohne dafür was zu bekommen. Umsonst. Ja. Boah. Da hat so wieder welche zerlegt. Da ist ein Männchen geflogen. Auch eine geile Mod. Ach, auf Kello. Aber mein Männchen wird auch bald irgendwann fliegen. Ich glaube, der Kenny ist auch noch da. Jo. Auch ihn nicht vergesse zu erwähnen, auch der Kenny ist hier mit in der Konfi drin. Noch schläft er nicht. Aber das ist jetzt doch ärgerlich. Ich meine, wir hätten das die Woche aber schon mal gespielt und da war das noch mit den Credits. Wann haben wir denn letztes Mal diese Team-Matches gemacht? Das ist wirklich schon so lang her. Ich höre dich auch gerade. Oh, shit. 2. März ist doch schon länger wie eine Woche her. Ich meine, wir hätten am Montag oder Dienstag das letzte Mal gespielt. Ja, ich glaube, Montag, denke ich mal. Und da war das noch, da war der Patch ja schon draußen. Deswegen wundert mich das jetzt, ob die da was nachgepatcht haben, was ich nicht mitgekriegt habe. Na, wir werden jetzt mal als nächstes dann den Rektor rausnehmen. Ob der vielleicht sogar. De La Rosa gewinnt und ich schlepp mich auf den dritten Platz. Ich will mal ein Männchen fliegen sehen. Bam! Ist denn da keiner mehr, der mich hitten will? Hit me, baby, one more Das hat dem time. alten nach dem alten Lied von der Britney Crash me, Spears. baby, one more time. Final Lap, ja, es ist ja die letzte Runde, so recht will keiner in mich nei fahre. Jano Schnulli. Kannst dich ja selber wegcrashen. Und? Oh, jetzt fast der Barrichello mit dir getrieben.
Weil ich habe die Strecke vermurkt, weil ich erst nicht wusste, wie man fahren muss. Das war ja lasch. Deine Karre hält viel aus. Respekt. Ich habe jetzt noch keine Männchenfliege sehe. Leider, leider ist mir das noch entgangen. War jetzt das beste Rennen. Joker hat es am besten gemacht. Ja. Kommt kein Level nach oben. Aber keine Credits mehr, ja, in der Tat. Ein bisschen was mit dem Level hat sich geändert, aber keine Credits mehr dafür. Können wir nochmal fahren? Ja. Dann. Vielleicht liegt es auch nur zufällig an der Map, weil die nur an der Construction ist. Ja, wir fahren jetzt wieder eine andere. Ach so, okay. Das haben wir aus dem Barry Track Pack. Okay. Also bislang kann entweder wirklich nur sein, dass die Wreckball Mod da nicht für ereignet ist, aber so eine Schwierigkeit macht, was ich ganz generell nicht. Aber jetzt ist mir aufgefallen, es gibt ein bisschen was fürs Level Up, aber nicht für Credits. Es kam nämlich immer als zweite Anzeige ins extra Fenster. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. So, jetzt im zweiten Rennen wissen wir, wie die Strecke funktioniert, liebe Zuschauer. Ich wieder einen Reifen hier auf die Strecke geblödert. Seid ihr denn wahnsinnig? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Michi hängt mir schon am Würzen. Und der fährt jetzt rein, rein fährt er da. Das, was der BVB nicht geschafft hat, das Tor reinzubekommen, das mache ich jetzt mit dem Joker. Aha. Den drücke ich jetzt da rein. Ja, danke, dass ich den Reifen natürlich nicht so schön wegfahren kann und da dran hänge bleib. Dafür ist der Liuzzi jetzt in die Wand geknallt. Ja, dieser Formel 1 Mod ist natürlich geil, man kann ja die Formel 1 Fahrer wegcrashen. Also das kann man auch immer Formel 1 spielen natürlich, aber hier ist es natürlich noch viel lustiger, gell? Formel 1 Fahrer. Schön vor allem. Oh Gott. Da hat den Albers 20 mal überschlagen. Der hat ja noch mal Tankschlauch abgerissen, gell? Der Alba, aber nicht nur der. Wie oft hat der Philippe Massa den Tankschlauch weggerissen? Hat sie ein paar überschlagen. Aber es reicht nicht, in die Top 10 zu kommen. Nein, ich will wieder in die Top 10. Noch habe ich keine Männchen gesehen, die rumliegen. Meins wird's bald sein demnächst. Oder Sebastian Vettel, der hat ja nicht mehr 4%. Oh. Ja, oh, Randy Marsh. Der kam mir da aber auch saudumm in die Quere. Da habe ich den Randy Marsh gleich mal gefickt in den Arsch. Bäm. Oh Gott. Oh, das war der Heinz Harald. Bäm. Pastor Maldonado. Boah, da hat's einen zerlegt. Oh Gott, und ich knall wieder in die Ecke da. Zwar ein bisschen besser wie gerade eben, da war ich 17. aber. Ricciardo brennt schon. Zerlegt. Nein, nur mehr 14. Nein, das darf nicht sein. Du bleibst hier, Barrichello. Darfst mich nicht überholen. Du hast keine Erlaubnis dazu, mich zu überholen. Oh, De La Rosa. Nein, nicht da vorne sieht's aus, als wär's der Randy Marsh in dem grünen Lotus angehauchte Auto hier. Aber ich glaube, De La Rosa wird gewinnen. Max Chilton definitiv nimmer. Da ist ein weggedübelt. Ja, da dübelt mich einer weg. Nur auf der 2 am Ende. Scheiße. So,
Suti bleibt einfach mal stehen, ja, warum auch nicht, gell? Kann man ja mal machen. Also irgendwie habe ich noch keine Mende rumfliegen sehen in der Mod, oder ich bin einfach blind. Ja, na, solange die ja nun nicht hier. Ui, da fliegt einer. Sehr, nee, habe ich gar nicht gesehen. Mich hat aber einer gerade ins Ziel gekickt. Ja. Der, so kam einer wurde takedown in den letzten Metern und dadurch. Na, bei 10 hast du am Ende noch einen Mund, stark. Also unten bei den Rankings mit dem Level, da passiert tatsächlich noch was. Ja, aber das stimmt nicht. Auch wenn es nach vorne geht, du behältst die trotzdem. Ist immer bei mir 807.531 steht da die ganze Zeit. Auch wenn der Balken kommt, aber er nimmt es nicht an. Gut, dann werden wir mal versuchen, Ragdoll rauszunehmen. So, wie viel haben wir in der ersten Folge? Auf 10 Minuten, das ist aber ein bisschen schwach. Das war aber kurz, aber wir nehmen mal Ragdoll raus. Ja, nicht Rektal, sondern Ragdoll. Der war so bescheuert, dass er jetzt schon fast wieder traurig war. Habt ihr mal kurz gesehen, wie das Ladebild, der Ladebildschirm vom Wreckfest aussieht? Wir sind immer noch in der ersten Folge. 10 Minuten beende ich doch nicht die Folge, das ist doch lächerlich. So, gut, dann versuchen wir uns mal. Ich kann auch mal kurz zeigen für alle, hier gibt es einen Karrieremodus. Wir haben mal Autos umgestaltet. Dann kann mal zeigen, was ich so alles für Autos schon habe. Was da alles auch gibt. Hier die Killer Bee. Ist jetzt so ein bisschen Mini angehaut. Ach, der Rammer. Die ist cool, die ist cool. Hier habe ich ein Crash-Auto, das kann man auch alles so tunen. Rennauto, ein Rasenmäher gibt's. Also der Rasenmäher, kann ich euch sagen, ist eigentlich der lustigste an dem Spiel. Da fallen die Männle nämlich um. Das ist noch ein Auto. Hier das, der Speed Damon und der Nexus sehen so ein bisschen aus wie Rennautos aus den 80ern. Und den Matt Digger. Ist offen. Alles neue Autos im Spiel. 5 Mods. Okay, jetzt ist das nämlich auch nicht mehr mit diesem Stiftzeichen, sag ich mal, bei den Autos. Das liegt also an dieser Rack-Mod. Ja, werde mal gleich sehen, was Rennen fahre. Der Joker fügt jetzt wieder ein paar. Oh, wir fahren auf einer Rallye-Piste im Schnee. Ja, die ist cool, die ist wieder schön zum Wegballern. Zuschauer erwarte ja noch, dass hier der große Crash abgeht. Ja, wir haben heute eben das festgestellt jetzt mit dem Credits. Sonst kriegt man immer Credits auch für die Multiplayer-Rennen. Man sieht es ja bei mir, ich hätte es dringend nötig. Ich habe so viele Autos in dem Spiel schon aufgetunt, dass ich alles ausgegeben habe. Und die Formel 1 Name, das ist auch eine Mod im Steam Workshop, gell, Joker, heißt All F1 Names, geht von 89 bis zur 2018er der Saison, die jetzt dann in 3 Wochen losgeht. Und ich meine, das ist schon mal lustig, wer hat schon nicht gerne mal Lewis Hamilton wegcrashen wollen oder Randy Marsh. Oh, ich hab's falsche Auto, das wollte ich jetzt eigentlich nicht fahren, aber ist mir doch egal, dann ramm ich dich halt damit weg. Das Auto hier ist nämlich, glaube ich, nicht getuned, Joker. Tschüss! Das. Doch, das ist getuned, okay. Oh ja, da hat sich der. Boah, die ramme sich da weg. Und ja, Robert Kubica. Und jetzt geht's mal richtig. Jetzt wollen die Zuschauer mal was sehen hier. Zwar nicht so, aber. Ich fällt mir hoch. Die Strecke. Bislang die einzigste von dem Schnee irgendwie, das gemoddet wurde. Da müsste man eigentlich jetzt noch, wenn welche Zuschauer, die sich mit Rallye beschäftigen, über Kuppe. 80, Crash, Schnee, Wasser, Sprung. 80 links, 90 3, über Kuppe, 4. Kennt man ja, oder? Aus jedem Rallye-Spiel kennt man das ja. Ja. Und das ist übrigens auch eine 8, habe ich gerade gesehen. Mhm. Jean Alesi, ja, aktuell 8. Platz. Hier geht es natürlich auch um die Position, aber es geht natürlich auch darum, und das ist ja, passt ja nicht besser zu dem Kanal hier auf Beisler Motorsport. Man muss hier auch crashen. Boah,
Da hat es ihn richtig erwischt hinter mir. Denn ums Crashen geht's drauf an. Joker, wir sollten mal später noch, wieder in der nächsten oder übernächsten Folge, mal zeigen, das Death Team Match, oder? Das ist nämlich das Top Match hier, gell? Mit den Takedowns. Und vor allem die Skisprungschanze, die es in dem Trackpack gibt. Das sind Trackpacks, die sind auf dem Steam Workshop. Ich glaube, man kann auch extern runterladen irgendwo, gell? Aber ich zwar jetzt noch nicht gesehen, aber ich meine, es gibt es bestimmt auch. Wie für jedes Rennspiel. Ich bin vor allem gespannt, was da noch. Oh Gott. Vor allem bei. Oh, da hat's den Randy Marsh zerfickt und den Shaw Alesi, den fick ich mal hin, den Ei. Genau, da hat mich einer berührt, dass ich so schön in der Stacheldrahtwand gelandet bin. Bin noch gespannt, was hier noch so alles an. Was? Ui, Schollbaumgartner hat mich hier weggelötet. Vor allem an noch Strecken. Die nicht aus dem Mod kommen. Oh Gott, oh fuck. Christian Klien, der will an mir vorbei. Ich glaube, das wäre, will ich nicht. Oh, Critical Damage, also unten habt ihr die Prozentanzeige. Unten links die 16, das zeigt euch, wie viel Prozent ihr noch habt, bis ihr Takedown geht, also kaputt im Eimer. Das heißt, ein Frontalcrash könnte ja schon mal Ende bedeuten. Und darum geht es ja auch in diesem Spiel. Es ist ja kein Spiel, in dem man ja klassisch seine Runde abspult, um zu gewinnen, sondern hier geht es ja darum, möglichst crashend durchzukommen. Welchen Platz? 10. Vor mir ist Nelson Piquet. Wenn ich mal näher dran komme, würde ich den gerne in die Wand crashen. Ach, Mann. No. Aber ich habe allerdings nur noch 16%. Der Matt-Digger hält ja gar nichts aus. Da hält ja mal ein anderes Auto mehr aus. Ich glaube, es sind schon einige Trusse. Jetzt hat jemand den Nelson Piquet weggeknallt. Denn ich bin jetzt 9 da. Frage ist halt, wie der den aufboxt. Von der Stärke, ja. Oh ja, Takedown, yes! Nelson Piquet abgeknallt. Aber nur noch 5%. Und das noch in 4 Runden. Ja, aber schon mal, gell, offline haben wir ja mal Rennen gefahren, geht schon, da haben wir mit 1% Schaden gewonnen. Aber man muss ja immer aufpassen, man braucht da auch das Glück, nicht getroffen zu werden. Takedown und aus. Erst mache ich einen Takedown und dann knödel ich mich selber weg. So kann man es natürlich auch machen. Und jetzt gucken wir mal hier in der Kamerafunktion mal dem Joker zu. Nicht dem Martin Brandl, ich will doch Randy Marsh sehen. Das steht da. Der sich jetzt am Martin Brandl dran macht. Und den nochmal schön in die Wand knallt. Und in die Gegenrichtung. Drückt. Ja, das ist natürlich, hier kann man die Anzeige noch anschalten. Ja, mit 60% Schaden kann sich das Joker erlauben. Ich glaube, ich habe am Anfang zu viele drauf gekriegt in den ersten Runden. Sind da zu viele in mich reingeknallt. Ja, gerade wenn man erst die Strecke so kennenlernt, ist der noch wieder. Und die bin ich noch nie gefahren in unsere Sessions, ja, die wir mal gehabt haben. Da so brennt jetzt, man dicker. Ist dann, glaube ich, zum ersten Mal. Und? Ui. Mal hier gucken. Teil in der Luft zurück. Nada! Ich glaube, soundtechnisch, ich schalte mir mal mein OBS nebendran. Das seht ja nur ich, nicht ihr. Ich glaube, soundtechnisch habe ich es gut runtergeregelt im Abmischer bei Windows. Kann ich wieder auf das Spiel zurückgehen? Boah. Doch wieder gecrashed vorne. Also da hat mal das der Nexus, den ich da getunt habe auf Speed Joker, habe ich Gefühl gehabt, der hält irgendwie lustigerweise mehr aus, obwohl der eigentlich nur auf Speed getunt ist. Kommt aber auch immer drauf an. Boah, da ist ihn an die Publikumsmenge geflogen. Und mein Rammer,
das, was du ja da fährst, dasselbe Auto, der ist auch nicht so auf Stärke, der hält aber bei den Crashes und den Takedown-Matches auch sehr viel aus. Kommt aber auch immer drauf an, Luik, wo du getroffen wirst. Bin jetzt ein paar Mal frontal von der Seite getroffen worden. Also frontal ist immer schön, aber nicht so. Das kann man jetzt auch wieder falsch verstehen. Vielleicht soll man es ja auch falsch verstehen, gell, Joker? Oh. Er demonstriert gerade, wie man einen frontal trifft. Randy Marsh! Ich habe jetzt gerade Volkswagen gelesen, aber da stand Warwagen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich erhalte ja, jetzt kriegt man wieder was. Ja, die Ragdoll. Schade, dass die nicht funktioniert. Die Ragdoll-Mod verhindert, dass du was kriegst. Deswegen auch diese Stiftzeichen bei deinen Autos vorhin, die ich, ich weiß gar nicht, ob ich da schon aufgenommen habe, weil ich es gezeigt habe, aber noch nicht. Jetzt geht auch mein Balke wieder nach oben. Der war vorhin nämlich in der Mitte. Schade. Funktioniert aber hätte vielleicht, es. Vielleicht wird das ja noch gefixt, wer weiß. Aber wie gesagt, so ohne kann man das ja dann trotzdem mal spielen. Also es war jetzt ja der lustige Effekt, dass die Männchen aus dem Auto fallen wie Crashtest-Dummies. Können wir auch demonstrieren, das gibt's ja auch in dem Spiel. Da muss man nur den Rasenmäher benutzen, gell? Da fallen sie um. Sieht schlimmer aus wie bei GTA. Warum gesehen, sieht dein Auto eigentlich aus wie vom Comic-Joker? Das Auto. Wieso? Wegen der, weil die Farbgebung so ist. Ja, grün. So grün und lila, weiß noch drin. Dein sieht aus wie ein Taxi. Gleich nicht mehr, wenn ich dich in die Wand drücke. Ja, natürlich. Scheiße. Ist ja noch ein bisschen anstrengend. Der backt in mich rum, der Borde. Aber kriegst du jetzt wieder Credits oder was? Ja, Director Mod funktioniert da nicht. Nice. Die ist aber erst rausgekommen, gell? Also vielleicht ist die noch nicht ganz optimiert. Ja, ihr habt schon gemerkt, bei mir gibt's in diesem Spiel eine bestimmte Farbgebung, die Beißler untypisch ist. Alle meine Autos sind überwiegend in Pink lackiert. Ist einfach nur ein schöner Gag, weil ich finde, die Autos müssen hier beim Crashen auffallen und es fallen sie am besten mit Pink. Vor allem nachher mal auseinander zu sortieren, wo welcher Finger hingehört. Welches Auto? Ja, gell, okay. Bei pinke Teile weiß man, es kann nur ein Auto gewesen sein. Ja, kommt drauf an, ich habe ja auch eins, was pink angehaucht ist. Da wird es ein bisschen schwieriger. Ja, ich weiß nicht, wie ich auf die Farbe gekommen bin. Ich habe einfach irgendeine dumme Farbe gesucht, die aber ganz beschissen aussieht, bin auf das Pink gekommen. Und zack, da habe ich es gelassen. Jetzt sind alle Autos pink oder dann, wenn es zweifarbig sind, dann so giftgrün. Das ekligste Grün, was man da machen kann drauf. Es ist einfach richtig, richtig bescheuert aussieht, das Auto. Irgendjemand ist gerade bei Ewolf reingekommen. Das ist Kenny gewesen. Ah. Aha. Vermute, der Kenny will gleich nochmal ins Spiel einsteigen. Kenny wird mir sagen, ob die Vermutung richtig ist, während Robert Dornbus erstmal gegen die Fahrbahn fahren darf, gleich. Wann ich die hochlade, die Folge, liebe Zuschauer, das werdet ihr dann sehen, wenn sie oben sind. Ich will jetzt erstmal ein paar sammeln und das mal als Nebenprojekt mal bringen, wie gesagt. Das ist im Kanalupdate gesagt, was die Hauptprojekte sind. Habt es aber auch dort mit angekündigt gehabt schon. Als Nebenprojekt. So, was ich jetzt auch ankündige werde, ist, dass ich schon wieder in dieser Stacheldrahtwand hänge. Ich wollte schon Alesi abschieße. Und nicht wieder selbst in den Stacheldraht, kein Wunder. Jetzt habe ich aber genauso viel Prozent wie deine Nummer, nämlich 69%. Ist ja die coole Zahl, gell, 69. In alle Lage ist die gut, die 69. Man müsste die Reife, die da auf dem Auto drauf sind, ja eigentlich für Schnee gedacht sein, die breite Monster Truck Schlappe. Tag, Queenie, fahr mal mit deinem Käfer zur Seite hier. Alesi auf der 2er, fährt stark hier. War schon im vorherigen Rennen weit vorne. Ui! jetzt nicht mehr, jetzt ist er da gerade gecrasht worden, der Jean Alesi. Nicht von mir, der ist da in den Frack reingefahren und dann ist er von 2 getroffen worden.
Bringt mich ja wieder auf Platz 4 nach vorne. Suche aber noch eine ganz bestimmte Strecke, die ich jetzt zweimal gefahren bin, wo man eine Brücke fährt. Erst die hast du nicht mehr gefunden? Nee, ich finde die vom Bild her nicht. Also du kannst, du weißt den Namen nicht und du weißt schon immer, wie das Bild war. Ich habe eigentlich gedacht, dass die auch in dem Trackpack, Very Trackpack drin war, aber irgendwie... Vielleicht war die in dem Trackfestpack, auch nicht Multiplayer-technisch geht momentan. Oh, da sind einige gefragt. Ja, vielen Dank. Und schon Dritter. Mal gucken, ob ich es halten kann und ob ich das nötige Losglück habe, wie man im Fußball sagt, dass ich da durchkomme. Ich kann ja schon mit meiner Klappe hinten schon wieder winke, wie die Queen. Ja, auf Startziel, da stehen sie alle wieder. Ah, Null fährt erstmal rückwärts. Vor mir nur noch Marc Genet und natürlich der Dominator Randy Arsch. Marsch. Volkab-Takin erstmal getakedowned. Der steht wahrscheinlich jetzt mitten auf der Start-Zielgerade irgendwo. Na, nicht mittig, aber. Ui, da habe ich Kubica reingeknödelt und Johansson fällt vor mir weg. Na, auf jeden Fall ist Genie. Roberto Fontana mal hinten reingedübelt. Oh Gott, da hängt einer auf der Bande. Danke, dass ich jetzt da wieder drauf hänge. René Anu. René Anu, bleib da. Du bist ein Takedown-Kandidat für mich. Bleib hier. Alter. Monsieur Anu, bleib hier. Ich will dich takedownen. So, Nada habe ich auch gekillt. Joker ist ja der absolute Takedown-König. Obwohl den absolute Rekord hält bei uns ja der Kenny, der hat ja mal 15 Takedowns gemacht. In 20 Minuten. Ich glaube, der Mut, Digga, ist auch mit das Stärkste zur Zeit, wenn man eben die Takedowns erzielen will. In Arenen. Da bin ich aber mit dem Rammer besser unterwegs. Naja, ist ja nicht, wenn du jetzt hier wirklich darauf aus bist, bei dieser Strecke hier alle zu takedown, dann ist das hier vielleicht nicht so angebracht, aber eben halt, wenn du wirklich darauf aus ist, dann hält die Karre auch irgendwie mehr aus. Aber wenn du hier natürlich auch nach was ich sie getuned hast, auf was sie takedown assist, okay, das war der Kubica jetzt. Der Anu auch schon kaputt, okay. Ja, fahren wir doch. Letzten Meter. Oh, kommt Jean Alesi wieder. Bleibt schön hinter mir. Randy Marsch gewinnt. Jenny hängt. Das ist deine Chance, Michi. Hol ihn dir. Vielleicht kann ich ihn ja noch takedownen. So, Kunde, du müsstest gleich nur einen kicken, bitte. Jo. Mein Dritter. Immerhin, das ist ein starkes Rennen. Das erste Rennen erst wieder gebraucht habe, die Strecke kennenzulernen. Aber wenn man sie dann kennt, dann weiß man, wie gut er ist. Ich habe aber gleiche Fahrzeugklasse wie du, das heißt aber, dass der... Oh, 2600. Ja, schön, dass man jetzt endlich wieder Credits erhält. So, kannst du denn rinkommen? Doch, der Muttiger hat eine Stärke von 5,7. Ja, du könntest recht haben. Den müssten wir mal nachher im Takedown-Match probieren. Ich glaube, da habe ich den noch nicht probiert gehabt. Ich habe den auf 7, noch was ja mittlerweile Stärke, also von daher... Was hast du da alles dafür gemacht? An den Regler rumgeschraubt, weil hier kann man nämlich auch. Da kannst du die Stärke ja nicht verändern. Ich hab ja dann halt die ganzen Sachen eingebaut, die dafür wichtig sind, die Stärke. Die Seitenteile. Unter anderem. So, ist Kenny schon drin? Ja. Jo. Vor mir ist der Kenzieler.
Go, 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 go. Jetzt erstmal diesen. Ach so, ist da dieser Seitenteil, die Seitenteil dafür gedacht, dass du an diesem Rammer hast. Müsste ich nochmal gucken. Jetzt habe ich ja wieder Credits. Jetzt könnte ich ja wieder drauf gehen. Schon wieder Randy Marsh und Mark Cheney. So, Mark Cheney. Es ist vorbei für dich. Und ich pack mal schön in den Randy Marsh hinein und da führt der Kenny. So, den Mark Cheney haben wir abgeschafft. Scheiße. Und da habe ich dich abgedrängt und bin gleich selber hängen geblieben. Oh Gott. Jetzt wird man langsam warm mit dem Spiel. Jetzt kann ich zuschauen, mal die richtige Demolition-Action erleben. So wie das ja sein muss in dem Spiel. Wie ist dieses Spiel gedacht? Es ist prädestiniert für den Beißler-Kanal, dieses Spiel. Vom frivolen Crashen. Frivole Krankenschwestermäßig, dachte ich. Ja, das sind sowieso die Beste. Gefolgt von den schamlosen Sekretärinnen. So, Piala Gasly, du kannst gleich zu einer schamlosen Sekretärin gehen. Ich habe jetzt schon mehr Schaden als in der Runde zuvor, ich so das Gefühl. Ja, ich auch schon 32. Ha, ich sollte doch nochmal an der Stärke dran arbeiten. Schorlesi! Oh, Critical Damage! Ich bin in die Streckenposten geknallt! Ey, da fliegt gleich im Publikum rin. Kann man mal machen. Kann man machen. Ich denke, ich werde jetzt einen großen Takedown vorbereiten, weil für mich ist gleich Schluss. Irgendeinem wichse ich jetzt hinein. Und zwar dem Martin Brundle, den ich verfehle. Sehr schön. Ja, und da hat mich Stefan Johansson getakedowned. Kann man mal machen. So schnell war ich noch nicht raus in dem Rennen heute. Und ich denke, jetzt können wir mal beim Joker und beim... Ich kann meine Tür winken mit meiner linken Seite. Juhu! Ui. Und Kenny hat jetzt auch gerade einem schön die Seite gebrezelt. Dem Clean. Und ihr habt beide ähnlich noch... Oh, hier steht... Der andere kommt nicht vorbei, da. Michi, bei dir. Tja, da hat er jetzt Pech gehabt. Das kann aber passieren. Oh, schlechte Kurve, schlechte Kurve. Gute Kurven, schlechte Kurven, neue Daily Soap. Nach der neuen Pornoserie. Das könnte jetzt schon der Folgetitel sein. Gute Kurve, schlechte Kurve. Das erkennt ihr. Ui! Ein lieber Herr Gesangsverein. Joker zeigt uns jetzt, wie es richtig geht. Da stehen schon drei Autos beim Beißler. Kommt einfach nicht am Beißler vorbei, gell? Das, so ja, muss das sein. So muss das sein. An mir kommt keiner vorbei, auch wenn ich schon draußen bin. Gucken wir mal derweil, was der Kenny macht. Der hier den Martin Brundle in die Seite tackelt. Meiner Karre leider hoffnungslos unterlegen. Musst du noch Geld ins Tuning stecken, oder? Also Credits in dem Fall. Ja. Du hast das Spiel auch noch nicht so lang, oder? Erst vor einer Woche installiert, oder? Ja. Der war schon kaputt. Der Brundle will's auch wissen. Und gleich steckt der Martin Brundle auch im Beißler drin. Hast du nicht noch ein Auto gehabt, Kenny, wo es schneller war? Ja, aua, ja, einen schon. So, Randy Marsh. Natürlich war wieder... Was bei mir ist, wenn ich jetzt ausgeschieden bin, kann ich alles sehen an Anzeige, halt nur nicht mehr die Abstände. Die kriege ich nicht mehr angezeigt. Oh, Scholt Baumgartner kommt zu... Da hat es ja immer den Kenny weggespielt. Leider nur von der Joker an sich gesehen. Und er hat auch nur noch 8%, der Kenny. Dir darf auch keiner mehr in die Seite fahren jetzt. Weg da, Lesi.
Einer befreien bei dir, Michi? Wie bitte? Gas, bei dir konnte sich einer befreien. Steht nee, da wurde einer rausgenommen. Tschüss, Gas. Und hat sich zurückgespawnt. Grünot ist weg. Oh. Der war gerade eben noch Zweiter, gell, Joker, der Grünot. Ja, er ist da jetzt an der Wand hängen geblieben. Oh, oh. Und Kenny ist schon Achter, aber darf nicht mehr getroffen werden. Oh. 1%. Ja, super. Der ist ja voll reingefahren, das hat gereicht. Ja, meine Karre ist aber zu langsam. Mit nur noch der Joker, der war auch nicht mehr so viel Prozent. Aber der hat halt jetzt hier... Was hat der für eine Stärke, das Auto? Oh, ich weiß nicht, 137, der... Joker, das hat 234. Ne, ich glaube, er meint jetzt so, was ich eingebaut habe hier noch. So. Ich glaube, der hat hier ja nicht mal so viel. 4, noch was. Wie geil! Den hast du so auflaufen lassen, dass der ins Wrack reingeknallt ist. Aber das war Fontana, oder? Wie schnell der Schule hinter mir ist. Hat er sich wieder zurückgesetzt? Ja, davor hast du, glaube ich, noch einen anderen weggeschossen. Mhm. Ich glaube, den Clean oder so jemand. Das war Brundle. Ich will auch nicht mal lang fahren. Der hat sich getakedown vor dir. Aber im Fontana und Clean war es knapp. Boah. Nur Baudet ist noch in derselben Runde gewesen. Alle anderen schon mehrere Runden zurück. So, nehmen wir mal wieder eine andere Strecke. 790 Credits erhalte. Und ich habe schon wieder ein Motorteil freigeschaltet. Sehr schön. Auszeit beendet. Ja. Andere Strecke. Ja, während wir den Streckewechsel machen, würde ich sagen, beenden wir mal Folge 1 und springen dann zu Folge 2. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.